Hallo und herzlich willkommen bei Bernd in seiner Kochecke. Heute reden wir mal über Heißfeucht an einem Grill. Schönes Thema für Winter wie auch für Sommer. Schauen wir uns mal an. Ja, wenn wir über Heißräuchern reden, dann reden wir darüber, dass wir eine Hitzequelle dabei haben, während wir räuchern. Im Gegensatz dazu steht ja das Kalträuchern. Na, wer sich für Kalträuchern interessiert, da gibt es auf meinem Kanal ein paar Videos. Einmal über einen Kalträucherofen oder wie man im Grill kalträuchern kann. Und auch ein paar Videos, wie ich schon Käse, Fisch und ähnliche Sachen kalt geräuchert habe. Hier geht es aber jetzt ums Heißräuchern. Das ist ein ganz anderes Thema, denn beim Heißräuchern haben wir eine Hitzequelle und erzeugen auf der Hitzequelle Rauch. Das ist schon sehr anders als das Kalträuchern. Man braucht andere Materialien und da werde ich euch jetzt was zu erzählen. Generell, wenn ihr heißräuchert, könnt ihr euch einen Heißräucherofen besorgen. Ich werde euch gleich nochmal ganz kurz meinen zeigen, den ich draußen stehen habe. Ich habe mir einen mit einer Stromhitzequelle besorgt. Das ist insofern ganz praktisch, wenn ich doch mal über 20 Stunden oder so ein paar Barbecue-Ribs heißräuchern will, auf konstanter Temperatur, ja, da muss ich nicht alle halbe Stunde raus 50 Mal und gucken, ob die Kohle noch die richtige Temperatur bringt, sondern ich stelle das Ding einmal auf Elektrohitze ein, hab die richtige Temperatur und bin fertig. Da bin ich einfach faul. Ansonsten bin ich ja jemand, der unheimlich gerne auf Kohle und auch auf richtigem Holz grillt und alles macht. Aber wenn es um einen 20-Stunden-Räuchervorgang geht, finde ich Elektro dann doch ein bisschen besser. Gut, wenn wir jetzt keinen Heißräucherofen haben, sondern wir wollen im Grill mal versuchen, heiß zu räuchern, haben wir natürlich erstmal keine Wahl. Da müssen wir das auf der Kohle machen. Wenn ihr Langzeit heiß räuchern wollt im Grill, dann solltet ihr euch einen richtigen Räuchergrill besorgen. Da gibt es ja die tollsten Gestelle mit diesen langen, länglichen Rohrkonstruktionen, wo man dann Ribs und sowas reinhängt in den Rauch, der erzeugt wird in der Hauptkammer. Ne, große amerikanische Modelle für sehr viel Geld haben die meisten ja nicht zu Hause. Ist auch gar kein Problem. Die normalen Heißräuchergänge für die meisten Gerichte, die brauchen dann nur eine halbe Stunde oder Stunde. Und eine halbe Stunde oder Stunde, die kann ich natürlich auch ganz normal auf einer Kohle räuchern. Das heißt auf meinem Standard-Kohlegrill. Ja, was brauche ich also? Ich brauche meinen Standard-Kohlegrill und zwar einen mit Deckel. Oder auch einen Standard-Gasgrill, einen mit Deckel. Das geht genauso. Hauptsache ich habe irgendeine Art von Hitzequelle, denn ich werde ja beim Heißräuchern mit Hitze räuchern. Den Deckel brauche ich dringend, denn ansonsten bleibt der Rauch nicht drin. Da macht das keinen Sinn. Aber heutzutage, egal ob ich jetzt einen Weber-Grill habe oder ein anderes Modell, die guten Grills, sie werden heutzutage alle mit einem vernünftigen Deckelsystem geliefert, meist noch mit Temperaturanzeige drin und Lüftungsschlitzen, die man verstellen kann. Wenn ihr so ein Ding habt, seid ihr eigentlich fein raus. Damit kann man schon mal räuchern. Ja, was ihr nicht braucht, ist eine Kalträucherspirale. Die wird nur zum Kalträuchern verwendet. Da könnt ihr euch meine Videos über das Kalträuchern angucken. Und ihr braucht auch nicht die normalen Räucherspäne, die fürs Kalträuchern benutzt werden. Wir verwenden stattdessen dicke Räucherchips. Die werde ich euch auch gleich zeigen. Die werden normalerweise auch in Wasser noch eingelegt. Das habe ich auch gemacht, damit die ein bisschen länger halten und rauchen. Und ich zeige euch auch nochmal eine zusätzliche Rauchkammer, die ich in meinem Grill so verwende. Ja, was euch jetzt noch fehlt, ist ein Gericht, das ihr räuchern möchtet. Beim Heißräuchern gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich mal irgendeine Wurst nochmal kurz heiß räuchern, um der zusätzlich ein bisschen Power zu geben. Ist aber jetzt nicht so der Renner. Ich habe in dem Fall einfach jetzt mal einen Schaschlik vorbereitet. Das heißt, wir werden ein schönes Schaschlik bei mir auf den Grill knallen. Ich werde das in die indirekte Hitzezone legen. Dadurch wird das ja locker eine Stunde brauchen, bis das gar ist. Und in der Zeit werden wir ordentlich räuchern. Ja, und dann kommt der Rauchgeschmack an das Schaschlik ran, während es durchgegart wird. Das ist Heißräuchern, das heißt, wir garen ein Nahrungsmittel durch, egal ob jetzt ein Fisch, ein Fleisch, was auch immer. Und dabei wird Rauch erzeugt. Und der Rauch bringt zusätzlichen Geschmack an das Lebensmittel, während es durchräuchert. Ganz was anderes also als Kalträuchern, denn beim Kalträuchern räuchern wir ja ganz lange Zeiten, teilweise 10, 14 Stunden oder so eine Salami, die ja eine Rohwurst ist, die braucht 5, 6 Räuchergänge à 12 Stunden, weil die durch das Rauchen ja haltbar gemacht wird. Beim Heißräuchern reden wir gar nicht darüber. Heißräuchern ist ja nicht, um es haltbar zu machen. Ne, da ist ja auch viel zu kurz der Räuchergang dafür. Der ist ja meistens nur eine halbe Stunde oder Stunde, sondern der ist wirklich dafür, da Geschmack dran zu bringen. Deswegen gibt es da auch verschiedene Räucherchips mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ne, da kennt ihr Hickory-Rauch und all so ein Zeug. Da könnt ihr die tollsten Sachen kaufen. Ich zeige euch natürlich auch gleich mal meine Räucherchips. Ja, von den Zutaten her solltet ihr ein Gericht haben, was ihr jetzt räuchern wollt. Bei mir ist es hier der Schaschlik. Ich habe ein paar schöne Schaschlikspieße mit Soße
in so einer feuerfesten Schale. Die werde ich in die indirekte Zone des Grills legen und kann da langsam richtig schön durchkochen und durchziehen und dabei Rauchgeschmack annehmen. Gut, hier auf meiner Grillablagefläche sehen wir das Material. Ich habe hier Räucherchips. Ich habe für heute mal Walnuss gewählt. Ne, da gibt es meistens solche Tüten mit diesen groben Räucherchips. Die sind also nicht fürs Kalträuchern geeignet. Die macht man bloß für das Heißräuchern. Die werden dann auch vorher meistens gut gewässert. Also hier sehen wir in Wasser eingelegte Heißräucherchips. Ne? Die halten dann sehr viel länger, weil wenn man die trocken auf die heiße Kohle legt, da verdampfen die an Sekunden schneller. So feucht geben die viel länger Rauch ab. Und wir haben noch eine Rauchkammer. Die Rauchkammer werde ich auch auf den Grill legen und füllen mit Chips. Da überlegen die Chips natürlich noch länger drin und können noch länger den Rauch abgeben. Ein paar feuerfeste Handschuhe würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr die benutzt. So, die Reihenfolge ist jetzt, wir machen den Grill an, geben da richtig Power drauf. Sobald der Grill richtig glüht, kommt in die indirekte Zone unser Rauchgut. Und dann werden wir ein paar Chips mal direkt auf die Kohle legen, damit wir sehen, wie das raucht und wie schnell das aber auch wieder weggeht. Und wir werden über die Räucherkammer ein bisschen räuchern. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Alternativ dazu seht ihr hier mal den Reisräucherofen. Der Heißräucherofen hat vorne eine Temperaturanzeige. Achtet darauf, wenn ihr einen kauft, dass ihr sowas habt. Das ist im Prinzip so ein hitzebeständiger Kasten. Unten kann man dann ein Feuer drin machen. Oder wie ich habe, so eine Elektrospirale. Ich werde die mal rausziehen, damit ihr die seht. So, ne? Diese Spirale kann man anmachen und damit schön gleichmäßig Hitze und Rauch erzeugen. So, hier glüht die Kohle und zwar richtig mit Power. Ich nehme jetzt mal ein paar trockene Chips, ja, und werde die einfach drauf werfen. So, ihr seht, die fangen richtig an zu brennen. Ja? Das heißt, die rauchen gar nicht, die verbrennen jetzt sogar. Das heißt, so ist es natürlich nicht gedacht. Ne? Jetzt habe ich praktisch eher ein Holzfeuer. Und deswegen, also so trockene Räucherchips jetzt direkt auf den Glut werfen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. So, jetzt werde ich ein paar feuchte Räucherchips mal nehmen. Weiß ja, ob ihr das Zischen gehört habt. Und wie ihr seht, die gehen nicht direkt in Flammen auf. Ne, das heißt, die erzeugen jetzt tatsächlich auch ein bisschen Rauch. Kann man den jeweiligen Deckel ja noch offen haben. Aber auch die verglühen zu schnell direkt über der Kohle. Und genau deswegen werden wir hier die Räucherkammer benutzen. Ne? Die werde ich jetzt gleich füllen mit ein paar nassen Räuchersperren. Und dann stellen wir die dazu für die Raucherzeugung. So, ihr seht, ich habe das Grillrost auf meinen Grill gepackt. Der Schaschlik liegt in der indirekten Zone. Und hier die Rauchbox, die ist jetzt mit nassen Chips gefüllt. Das kommt jetzt über die Flamme. Und da müssen wir ein bisschen warten. So, wahrscheinlich könnt ihr das schon hinter an der Öffnung sehen. Hier qualmt es schon wie sonst was. Hier ist richtig Rauch. Uff. Ja, da geht's halt schon richtig los. Das heißt, den Deckel schön drauf behalten, leicht die Lüftungsschlitze auf, nicht zu viel. Hier darf jetzt nicht die Powerglut durchgehen, sondern der Rauch soll ja im Deckel gehalten werden, damit der Schaschlik jetzt auch schön Raucharoma kriegt. Schauen wir mal. Oh ja, da qualmt schön, ne? Ich habe jetzt die Schale richtig zu den Kohlen unten reingelegt und das erzeugt richtig Qualm. Ja, das schleicht ein bisschen mehr um die Glut. Oh. So kann man heiß räuchern. So, wir haben gesehen, heiß räuchern kann man auch gut auf dem Grill. Das geht auch im Winter. Ziehen wir uns eine schöne Mütze auf und dann ist uns auch warm genug. Der Grill sollte bloß abschließbar sein, das heißt einen Deckel haben mit einer Lüftung. Ich habe es ja in einem Weber Kugelgrill, das funktioniert aber natürlich auch auf jedem Gasgrill, wie wir gesehen haben, ganz gut. Ne, eine extra Räucherkammer macht Sinn. Ich habe es euch ja gezeigt, wenn ihr die Räucherchips direkt auf die Kohle werft, verbrennen die einfach nur. Wenn die feuchten Räucherchips direkt auf die Kohle liegen, dann dampft das schon ganz gut, aber der Rauch ist schnell weg.
Am besten ist, wenn ihr eine extra kleine Räucherkammer habt, da gebt ihr die feuchten Chips rein und dann rauchen die auch eine ganze Weile. Und dann hat er auch euer Grill gut Zeit, richtig ein bisschen Rauchgeschmack anzunehmen. Von den verschiedenen möglichen Gerichten, die man beim Heißräuchern so machen kann, könnt ihr auf dem Grill sicherlich alles machen, was eben nicht zu viel Zeit braucht. Wo man mal eine halbe Stunde oder eine Stunde räuchert, das kriegt man mit einer Kohle ganz gut hin. Na, ab und zu mal die Räucherchips nachlegen, da klappt das alles. Wenn ihr natürlich was räuchern wollt, was richtig lange dauert, wie jetzt so Barbecue Spare Ribs, die 30 Stunden lang durchräuchern sollen, das würde ich nicht auf einem einfachen Kugelgrill machen, weil ihr dann ständig die Kohle nachlegen müsstet, ständig Chips nachlegen müsstet. Da müsstet ihr schon geeignet entweder einen richtigen Heißräucherofen euch für besorgen oder eben so einen Grill, der schon eine Räucherkammer hat, die dafür vorbereitet ist. Gut, auch der Schaschlik ist fertig geworden, hat ein leichtes Raucharoma, das riecht man auch ein bisschen, wenn man drüber geht in der Nase. Aber wer das Kalträuchern kennt, es ist eben nicht so intensiv. Heißräuchern ist einfach eine Sache, die findet ein bisschen kürzer nur statt. Da hat man nur kurz mal den Rauch dran an dem Essen, da ist auch Soße meistens dabei. Da nimmt das einfach nicht so schnell den Geschmack auf. Kann man also nicht vergleichen etwa mit einem Käse, der 12 Stunden lang kalt geräuchert wird. Trotzdem freue ich mich drauf, denn gerade so ein Schaschlik ist natürlich das Raucharoma jetzt noch ein besonderes Special. Ja, das war's dann auch wieder von Bernd aus seiner Kochecke, diesmal mit Heißräuchern auf dem Grill. Wie ihr seht, funktioniert das ganz gut. Besorgt euch die Räucherchips, dann am besten eine kleine Räucherkammer. Dann kann man so einige Gerichte auch auf dem Grill machen, ohne einen Heißräucherofen zu haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.